Hallo, grüß euch und willkommen im Mondseeland. Eine besondere Kulisse für das Europäische Schützenfest 2024. Und eine einzigartige Landschaft mit unzähligen Möglichkeiten. Egal, ob man sporteln möchte oder sich entspannen, ob man mit Familie unterwegs ist oder auch alleine, im Mondseeland ist für jeden etwas dabei. Wir zeigen euch heute, wo das Europäische Schützenfest 2024 stattfindet. Wir sind genau hier. Mondsee liegt am Nordrand der Alpen, 30 Kilometer entfernt von Salzburg. Von München sind es 170 Kilometer und von Wien 270. Es gibt viel zu erleben. Kommt mit! Sind wir mitten im Ort und was hier gleich auffällt, ist die bunte Häuserfront und davor gleich ein Gastgarten neben dem anderen. Vor allem an Sommerabenden pulsiert hier das Leben. Ich liebe das. Jetzt geht's ab in die Kirche, die Basilika St. Michael. Und jetzt shoppen. Eigentlich hat Mondsee als Marktgemeinde alles, was auch eine Stadt zu bieten hat. Aber auch die erste richtige Stadt ist nur 25 Autominuten entfernt. Salzburg. Salzburg ist so unglaublich schön eingebettet in die Bergwelt und genau da zieht es uns jetzt hin. Rauf auf die Berge. Da drüben ist das gewaltige Dachsteinmassiv mit seinen Gletschern und Eishöhlen. Auf den Bergen ist es noch ganz winterlich. Im Tal ist der Frühling schon angekommen und ich nehme euch jetzt mit nach Hallstatt.
Dieses Örtchen ist so idyllisch, dass es sogar in China nachgebaut worden ist. Aber ans Original kommt nichts ran. Wir sind hier übrigens in einer Welterbe-Region. Es ist die älteste Kultur- und Industrielandschaft der Welt. Seit tausenden Jahren wird hier in Hallstatt schon Salz abgebaut. Das Salz hat nicht nur dem Salzkammergut seinen Namen gegeben, sondern auch Bad Ischl groß gemacht, nämlich als Kurort. Hier haben schon Kaiser geurlaubt und sich nicht nur in das Städtchen verliebt. Auf dem Rückweg nach Mondsee schauen wir noch am Wolfgangsee vorbei. Da drüben am anderen Ufer ist der Ort St. Wolfgang. Und von dort weg geht eine Zahnradbahn den Schafberg hinauf. Von da oben hat man einen unglaublichen Rundumblick, auch in das Mondseeland. Das liegt dahinter, gleich auf der anderen Seite. Jetzt treffen wir noch jemanden, der alles über Mondsee weiß und meistens vor allen anderen. Hallo Thomas! Hallo Elisabeth! Was für eine Kulisse das heute wieder ist. Ja, aber das ist nicht nur Fassade. Und das ist ja genau das Tolle an diesem Ort. Dieser See mit diesem Panorama unter Schutz gestellt. Wir haben einen intakten Ortskern. Wir haben ein gelebtes Brauchtum. Und wir haben so viele liebenswerte Menschen, die da in diesem Ort wohnen, leben und arbeiten. Und es ist einfach alles echt, es ist alles authentisch und es ist einfach total nett. Und mit dieser Kulisse hat es ja auch was auf sich beim Europäischen Schützenfest 2024. Ja, da hast du recht. Es ist nämlich in Planung, dass die Schießstände so aufgestellt werden, dass man dann Richtung unserem Schafberg schießen darf. Thomas, du bist hier aufgewachsen, du lebst hier. Was macht für dich ganz persönlich den Reiz hier aus? Ganz persönlich reizt mir an meiner Heimat dieses Aroma der Natur durch die Jahreszeiten, wie sich die Gerüche ändern, wie sich die Klänge rund um den See ändern, die Berge, die Seen, das unendliche Freizeitangebot. Und es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und darum bin ich einfach nur glücklich, dass ich da wohnen darf und dass ich da arbeiten darf. Danke, Thomas. So viele Eindrücke, aber erleben, fühlen und schmecken muss man es selber.